steigt und Stadtzentren auf der ganzen Welt bereiten sich auf die Feierlichkeiten zum 20. Einheitstag vor. Auf dem Platz der großen Übereinkunft feiern Tausende die Gründung der Advent-Koalition. Gemäß der Versprechen an die Menschheit werden bis zum Ende des Jahres 12 neue Gentherapiekliniken in ausgewählten Städten eröffnet. Trotz des versuchten Angriffs einiger Randsubjekte wurden die Operationen in der Pariser Einrichtung zum Glück nicht beeinträchtigt. Als Antwort auf den grundlosen Angriff kurz vor unserer geliebten Feier richtete der Redner einige Worte an uns. Einige Dissidenten wiederholen sämtliche Fehler der alten Welt. Während wir einen wohlwollenden Erlöser feiern, der nichts als Freundschaft und Mitgefühl anbietet. Und doch könnten diese trivialen Taten niemals das Band zwischen der Menschheit und den Ältesten durchtrennen. Friedenstruppen haben vorsorglich bereits mehrere landesweit bekannte Kollaborateure verhaftet. Advent versichert allen Bürgern erneut, dass die heutigen Feierlichkeiten wie geplant stattfinden werden. Perfekt. Verdächtigen Vorkommnisse der nächsten Frist zu melden. Gemeinsam können wir ein besseres Morgen erschaffen. Gleich in Position. Sie hatten recht. Heute sind sie wirklich voll beschäftigt. Konzentration. Los, Gate Crasher. Noch 60 Sekunden. Warte, Portal!